るの。Das ist ganz bequem. Ja, ja, naja, alles gut. Dann komme ich jetzt zu euch rüber. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich bin jedenfalls jetzt bei euch auf dem Server mit. Würde ich dich auch kurz mit Base sein. Das wäre toll, das wäre nett, das wäre super. Also anstehend, warte mal. Ich bin jetzt ein Mitglied. Hä? Gegenverkehr. Ah. Diese Trophäen, die hier sieht, die kriegt man durch diese Basismission. Also diese Reihe, die man sieht. Okay. Ich glaube, es ist eine Bombe, eine U-Boot und eine Radar. Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, die wenigstens auch schon freigeschaltet haben. Ja. Wie gesagt, mir geht es nicht um irgendwelche Trophäen oder sowas. Ich meine, solche Statuen stehen dann da. Mach da nichts drüben. So meine ich das. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mit in der Basis. Jetzt warte ich eigentlich nur, bis es losgeht mit euch da. Und dann kommen wir. Ich renne ja schon zum Planungsraum. Ich renne ja schon zu meinem Planungsraum. So, jetzt erstes Sanitäterausrüstung holen. Kriegen wir das hin? Ob wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal, ja. Irgendwie und irgendwann kriegen wir schon dahin, ja. Schwarzer Bildschirm. Ladestecke. Genau, Yvonne, Ladeschnecke. Genau, ich lade die Schnecke. Ja, ja, nicht stressen hier. So, auf, auf. Ernsthaft. Ist nicht mein Auto. Ja, die Hupe halt. So. Opa. Ab durch den Wald.
So wie damals, nur mit Auto, oder was? So, so, Kev, sagst du dann die richtige Stelle, wo wir mit Yvonne alleine sein können? Wieso, wer zerrt ahnungslose Opfer in den Wald? Du oder ich? Du kennst doch die besten Stellen. Bei Yvonne ja. Still den Krankenwagen. Oh ja. Lautlos? Okay. Ich bin mal so frei, nehmen wir mal den Krankenwagen hier mit. Wieso bist du denn jetzt gerade hingefallen? Ich weiß es nicht. Steigen Sie ein. Komm, fällt der Patient durchs Auto. Ja, viel. Oh. Wollt ihr sicher oder schnell ankommen? Ankommen. Okay. Tut mir leid, ich muss hier durch. Ruf mal alle Lester-Schwester an hier. Das wird sonst ein bisschen eng mit dem Krankenwagen durch die Gegend. Och, geh mir nicht auf die Nüsse. Komm mal ab. Das Ding ist im... Dankeschön. Leute, das wird doch ziemlich arschengen hier. Mit den Kopfs in der Wald. Achso, bei dir wird's arscheng mit dem Kopf im Wald. Das ist ja also. Weißt du, ey, solche Einladung verwandelst du, aber die, die ich dir eben geliefert habe, die verwandelst du nicht. Oh. Warte mal. Ich komm so. Mal ein bisschen Mucke aufs Ohr. Das ist ein vernünftiger Muck aufs Ohr. Och, ich weiß, er spielt das Spiel mit dem Radio rum, ey. Lass mal bitte das iPhone Radio, das finde ich am besten gerade so im Hintergrund. Ich hab's eh nicht laut, nur halt wirklich ein bisschen. So, der Transporter ab zur Klaps ist unterwegs. Baby sitzt hinten drin, das passt ja schon. Schnell, wir haben einen schwer erziehbaren Patienten. Der muss ganz, ganz dringend in die Klapse. Ja, sie wurde schon hinten auf der Liege aufgebockt. Ja. Privatpatient, ne? Sonderbehandlung. Ja. Tiefenuntersuchung. Oder Yvonne. Noch 1,2. Du willst wohl nicht ankommen? Moment, was? So, auf der falsche Weg. Aber gut. So, ihr habt gesagt, ihr wollt ankommen und nicht, ob ihr sicher ankommen wollt. Ich habe vorher nachgefragt. Ja, es explodiert schon wieder hier. Lustig, dass unsere Autos auf einmal jetzt hier stehen. Ja, wir sind ja nur mit einem Auto gefahren. Krankenwagen abgeliefert. Und jetzt stell dir mal vor, die Mission in der vollen Lobby. Wäre nie was geworden. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie gesagt, wir waren immer auf einer Lobby unterwegs, auf einer vollen Lobby unterwegs, die ging eigentlich, weil die haben uns einfach alle in Ruhe gelassen, die Jungs. Aber natürlich, klar, es gibt auch immer welche, die dann sagen, ich mache euch die Mission so kaputt.